Willkommen zurück zu einer erneuten Runde Let's Play Dungeon Keeper. Nachdem wir dieses Level ja bereits erfolgreich abgeschlossen haben, Horny mitgenommen haben, haben wir hier nichts mehr zu tun und wir springen einfach mal ins nächste Level. Knittelfers. Ein Dorf von einfach perverser Zufriedenheit. Es ist echt kriminell, dass eine Horde untoter Vigilanten noch nicht jede Seele dort massakriert hat. Aber wenn es irgendwo noch Gerechtigkeit gibt, dann ist es bald so weit, oh Herr. Dann wollen wir da mal nach dem Unrechten schauen. So, erstmal kurz Pause. Nee, so. Lager abchecken. Ah, sieh an. Ja, das Level kenne ich auch noch. Da müssen wir so ein bisschen aufpassen. Hier ist nämlich überall Wasser und die Helden, die hier drin sind, sind ziemlich stark. Wir werden also sehen, dass wir das Wasser erkunden können, die aber im Endeffekt nicht zu uns rein können. Wir sollten aber erstmal etwas für Horny bauen. Das heißt Schlafsaal, Bibliothek, Hühnerfarm. Und die setze ich... Wo setze ich den denn mal hin? Ich baue einfach mal munter drauf los. Hier, ihr müsst mal ein Versteck für eure Kreaturen bauen. Schlafsaal hin. Hühnerfarm. Hühnerfarm. Hier. Bibliothek setze ich mal hier hin. Dann kommt hier die Schatzkammer hin. Und die Hühnerfarm werden wir gleich mal etwas erweitern. Nee, das lasse ich. Dann hole ich erstmal das Gold raus. Hier ist noch nicht offen, das ist gut. Böser Blick. Den wenden wir erstmal hier so an, um zu gucken, wo das Wasser anfängt. Hier ist auf jeden Fall etwas. Hier höre ich doch schon was. Ja, guck an. Da haben wir schon was. Hier ist noch nichts. Wir haben hier unten also ein bisschen Platz. Ein neuer Raum. Hier ist was. Dann graben wir uns mal hier hin. Dann gehe ich mal gleich mit der Symbiose und Eroberungsmodus hinterher. Dann rupp ich mal den hier raus und verdonner meine Imps sofort zum Verstärken, dass die mir ja nicht einbrechen können. Na komm schon, hier Karte. Ein neuer Spruch wurde erforscht. Hier zum Beispiel, da werden die wohl rauskommen. Hier ist ein Keeper, hier ist ein Keeper. Und hier ist jetzt sicher, da kommen die also nicht mehr rein. Meine Imps sind fleißig, das ist gut. Erweitern wir mal die Bibliothek. Und die Schatzkammer natürlich auch. So groß sollte die schon sein. Denn hier oben haben wir ein paar Diamantenminen. Heißt, uns geht das Gold erstmal nicht aus. Was hier hinkommt, weiß ich noch nicht. Ah. Den habe ich gebraucht. Wo setze ich den denn mal hin? Hier vielleicht? Ja. Hier werden wir ins Portal vorstoßen. So, da haben wir das hier einheitlich. Und können ringsrum noch ein paar Fallen platzieren. Trainingsraum. Wo setze ich den? Der kommt hier hin.
Hier lasse ich mal offen. Meine Imps sind hier soweit fertig. Die Bibliothek wird erweitert. Dann könnt ihr hier auch gleich mal erobern. Bibliothek hier. So. Dann hat Horny auch erstmal genug Platz. Und ihr verstärkt das mal. Dann erhöht sich die Effizienz noch ein bisschen. Schlafsaal. Ja, ich weiß. Zahltag ist noch ein bisschen hin. Flucht aktivieren wir mal. Hier kommt noch ein Durchbruch. Hier, was hier hinkommt, lasse ich offen. Hühnerfarm erweitern. 1, 2, 3, 4 mal 1, 2, 3, 4, 5. 20, 24. Das sollte für den Teufel erreichen. Jetzt habe ich kein Gold mehr. So, das sollte in Ordnung sein. Wir trainieren die ersten drei Imps mal. Ich brauche Imps Level 3 auf jeden Fall für die Diamantenminen. Und sagen die anderen, da fleißig im Gold abbauen sind, dürfte das auch ohne Probleme machbar sein mit den Imps. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ich muss aber ein bisschen sparsam sein, damit das Gold nicht sofort ausgeht. Das bringt auch verdammt viel. Hier kann ich auch mal an das Gold ran. Wie weit geht das hier? Ist hier Wasser? Nee. Das sehe ich daran, dass wenn da Wasser wäre, sehe ich daran, dass das Licht hier auf dem Gold verschwinden würde. Dann ist die Lichtquelle auf einer anderen Ebene sozusagen und dann kommt das Licht nicht mehr auf die Decke. Schatzkammer ist fertig, der ist fertig, Hühnerfarm ist fertig, Trainingsraum, ich glaube, den lasse ich auch mal so. Und dann kann ich mir mal einen Imp schnappen, der kein Gold bei sich trägt. Und ein wenig erkunden. Vielleicht breche ich sogar schon bei den Keepern ein. Dann können die sich mal mit den Helden rumschlagen. So. Da habt ihr ein paar Probleme. Hier ist noch ein Gefängnis, das weiß ich noch. Und wir ein neuer Spruch. Gehen mal hier lang. Hoffen, dass wir keinem Helden in die Arme laufen. Das wäre nicht sonderlich schön. Und gucken mal, was hier hinten ist. Jeder Winkel wird jetzt gerade mal erkundet. Ah, da ist eine Lavafalle vor, eine magische Tür, da heißt, da muss irgendwas Wertvolles hinter sein. Hier unten ist nichts mehr so weit, dann nehmen wir dich mal wieder weg. Ah, die Helden sind schon da. Und deshalb sage ich, wir könnten hier ein Problem mit den Helden kriegen. 10er Ritter, 2 10er Samurai, die kann schon mal ordentlich aufräumen. Den grünen machen die Helden platt. Den blauen machen die Helden platt und wir müssen uns dann nur noch mit den angeschlagenen Helden rumschlagen. Und apropos grün, da werden wir jetzt auch gleich mal durchstoßen. Und zwar genau hier. So, das wäre offen. Helden, ihr habt freien Zugang. Wobei ich den grünen eigentlich immer etwas gefährlicher finde als den blauen. Der blaue ist mehr so passiv, der grüne ist ziemlich aggressiv, was die was den Vorstoß in das feindliche Keeperreich angeht. So, hier hätten wir eigentlich den größten Teil erkundet. Und wir warten mal kurz.
Wir warten einfach mal kurz. Wie weit sind die Imps? Level 2, ja, das ist annehmbar. Horny forscht. Augenblichen, dich brauche ich mal kurz. Du kannst hier weiter verstärken. Und dann können wir auch gleich mal hier oben durch zu den Diamantenminen. Hier haben wir jetzt nicht erkundet, ist aber auch letztendlich Wurst. Wurst egal. Ah, und sie haben was gemerkt. Es geht weiter. Ziemlich angeschlagen, aber der hier dürfte noch nicht so stark sein, dass der den Schwierigkeiten bereiten könnte. Hier hat er erobert. Da kommt er schon. Dann werden hier gleich mal ein paar Imps sterben. Ich will sehen, was hier ist. Für die Samurai, der Wetter kommt auch irgendwann nochmal. Oh, ein Dreier-Level-Drache. Zauber, um da mitzuwirken, haben wir nicht. Ja, das wird doch schon interessant für den Keeper. Der weiß sich doch schon ganz gut. Der eine Samurai ist gleich platt hier. Und er hat schon Zauberer, die ihm ein bisschen Fernunterstützung geben. Oh, er hat sie platt gekriegt. Wo bleibt der Ritter? Ah, nebenbei können wir mal hier weiter erkunden. So, ach, die sind Level 3. Gut, dann kann ich die rausnehmen. Einmal hier hin. Imp. So. Ah, hier. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Ach, hier, gut. Okay, da sind sie durchgebrochen. Hier haben wir seine Bibliothek. Hier haben wir seine Schatzkammer. Seine Hühnerfarm. Hier ist er mit der Bibliothek selbst schon durchgebrochen. Da hätten wir uns eigentlich kaum drum kümmern müssen. Was ist hier? Da hat er sich kreuz und quer durchs Gold gebuddelt. Und was haben wir hier? Seinen Schlafsaal. Hier unten geht's weiter. Trainingsraum. Aber das bringt ihm jetzt alles nichts mehr. Bei Zeiten können wir auch mal das Gold da wegholen. Ritter! Was machst du denn hier? Zauberer haben eigentlich kaum eine Chance gegen ihn. Ich glaube, der Zauber stört den nicht mal wirklich, weil er ja den Zauberabprall hat. Da fliegt alles zurück, was die da abschießen. Und die Heilung bewirkt, dass der einfach nur einfach quasi nicht platt zu kriegen ist. Wir lassen den da mal ein bisschen randalieren. Und derzeit kümmern wir uns. Hier ist ein Geist Level 3. Die kommen hier wahrscheinlich raus. Zum Rekrutieren. Wir können hier mal das Gold mitnehmen. Die Imps werden das schon wegbringen. Hier liegt hier noch irgendwas rum.
Ne, die sind alle zum Herz gerannt und da gestorben. Ach, dann können wir auch gleich in die Schatzkammer bringen, so. Die nächsten drei Ems können mal zum Training. Ein neuer Strom erforscht. Das Gold kommt dahin. Hier können wir mal das so eine Brücke zugeschleistern. Eine Brücke, so. Handwerkskammer, stimmt, die brauche ich auch noch. Kommt hier mal eine hin. Ja, er ist jetzt hier mittlerweile dabei, das Herz platt zu machen. Wie weit ist er denn? Oh, komm, Troll. Es wird. Es wird. Wie geht's Zorni eigentlich? Hey, komm mal her, du. Ja, der ist glücklich. Eben was essen. Vier Hühnchen reicht für Horny. 0, 0, 1. So sehe ich das gerne. Ihr seid hier fleißig am Gange. Wie weit seid ihr hier hinten? Mhm. Könnt ihr euch mal darum kümmern? Dann habt ihr mittlerweile dann nur noch eine Baustelle. Sobald er weg ist, sehe ich das ja. Hier oben können wir auch nochmal reiten. Ah, er ist fertig. Imps. Ein Imp mal kurz zum Erkunden. Hier sind einige Imps gestorben. Eure Kreaturen ja, ist ja gut. Hühnerfarm, Hühnerfarm. Schlafsaal. Und kein zu knapper. Bibliothek. Hm, hier unten ist noch was. Trainingsraum. Und hier hat er noch eine Handwerkskammer. Hat ihm letztendlich aber nichts gebracht. Jetzt bleiben eigentlich nur noch die Helden. Du kannst wieder laufen. Ah, hier hinten sind sie fertig. Gut. Ah, hier können wir mal eine Folterkammer einsetzen. Da haben wir noch nicht einen Baracken. Hier. Ein Gefängnis. Das mache ich eigentlich nicht so gerne bei meinem Herzen hin, falls sie mal ausbrechen. Das kommt mal hier unten hin. Das wäre das. Haben wir mittlerweile ein paar gute Zauber auf Lager. Nee, da muss man ihn noch ein bisschen anstrengen. Oder er kriegt gleich mal ein bisschen Gesellschaft. Ihr macht hier nur ganze Arbeit, hier, ihr Lieben. Ein neuer Spruch wurde
fort. Neuer Spruch. Gut, gut. Honi ist ja fleißig dabei. Durchbruch. Ah, wie weit seid ihr? Fast fertig. Ein Eingang, gut. Herr Robert. Dann warten wir das nochmal eben ab. Ja, wunderbar. Raus und an die Arbeit. Dann könnt ihr euch hier gleich mal ans Verstärken machen. Neue Kreatur, Ork. Wegen dem Barackenwackler.